Yo Leute, was geht ab? Willkommen zu einem neuen Video. Heute gibt es vielleicht zwischen den Zähnen oder so. Ich habe gerade eine Dattel gegessen. Alles klar? Heute gibt es ein sehr spezielles Video. Und zwar seht ihr hier vielleicht Pakete. Also ich weiß nicht, ob man die gerade auf der Kamera sieht. Pakete hier, Pakete da. Warum könnte das sich heute drehen? Wahrscheinlich um Unterwäsche, oder? Heute dreht sich das Video um unnötige Fortnite-Produkte. Ich war die letzten Tage bei Amazon unterwegs und habe mir ein paar Fortnite-Fan-Produkte besorgt und die sind hier alle in diesen Paketen drin. Sag mal ganz kurz, Leute, ist das nicht ein schönes Gefühl? Diese wunderschönen, nicht aufgemachten Pakete. Kennt ihr das Gefühl nicht? Kurz vorm Aufmachen. Hinter der Kamera ist übrigens Philippe. Wir sind leider keine Profis. Es gibt auch viele Kommentare, wenn ich mal so einen Fortnite-Sketch hochgeladen habe. Schreiben die Leute, ey, du hast doch nichts mit Fortnite zu tun, Alter. Verpiss dich. Ich muss euch sagen, tatsächlich bin ich sehr schlecht, aber wir beide lieben das Spiel. Nicht nur wir, ein paar andere Freunde von uns, wir zocken das immer wieder mal. Auch wenn wir schlecht sind, lasst euch den Spaß am Spiel nicht nehmen, nur weil ihr schlecht seid. Im Leben und auch genau also im Spiel geht es nicht ums Gewinnen, sondern um den Spaß natürlich. Natürlich könnt ihr das ganze Sachen, die ich hier gleich aufmachen werde, gewinnen. Ihr müsst nur in die Kommentare schreiben, was genau ihr gewinnen wollt davon und warum. Das ist eine ganz einfache Regel. Natürlich auch Abonnent von diesem Kanal sein, ist ja logisch. Keine Ahnung, was ihr da bestellt habt. Genau das meine ich, dieses Gefühl, etwas Neues zum ersten Mal aufzumachen und noch mehr Papier rauszuholen. Hier habe ich eine wunderschöne, fast von Apple designte Box. Also könnte fast von Apple sein, ist aber ein bisschen hässlicher leider. Also nicht jeder hat es so drauf wie Apple, Sachen schön zu gestalten. Als erstes haben wir eine Fortnite-Tasse. Ihr kennt das ganz bestimmt. Man hat einen stressigen Tag, man in der Schule war richtig scheiße alles. Man hat eine schlechte Note bekommen. Man kommt nach Hause, die Eltern labern irgendwas, schreien dich an und so. Wer kennt's nicht? Scheißegal, solange du diese Tasse hast, kannst du dich ganz entspannt einfach nur hinsetzen. Sollen sie labern, Alter? Das Geräusch ist wichtig dabei zu machen. Und Bruder, wenn du eine Tasse hast, wo epischer Sieg draufsteht, scheiß auf alles, dann hast du keine Probleme in deinem Leben. Du hast eine Tasse, wo epischer Sieg draufsteht, oder nicht? Ist das eine heftige Tasse oder nicht? War das die Investition wert? Also ich glaube, die hat fast 20 Euro gekostet oder so. Das ist der eine epische Sieg. Der eine, den wir hatten, oder? Kann man mit Stolz so eine Tasse besitzen? Natürlich nicht, weil ich selbst persönlich noch nie, vor allem in einer Solo-Runde, einen epischen Sieg hatte. Aber ich war schon mal Platz 2, ja? Einige Leute da draußen, denen das vielleicht mehr zusteht, die das mehr verdient haben, so etwas zu besitzen, schreibt es in die Kommentare, warum ihr ausgerechnet diese Tasse haben wollt. Oder hat jemand aber keine Mühe und Kosten gescheut, also zweimal den gleichen Aufdruck auf eine Tasse. Das ist innovativ, Alter, das ist da, wow. Da drin ist sie sogar auch weiß. Das ist so heftig, Mann. Das hat verdient, bei jemandem schön auf einem Highlightplatz zu stehen und angeguckt zu werden. Nur halt nicht bei mir, weil ich mir das nicht verdient habe. Machen wir einfach weiter mit dem nächsten Produkt. Oh mein Gott, Alter. Fortnite Monopoly? Das ist ein Fortnite Monopoly. Ist schon cool, oder? Und das ist sogar auf Deutsch. Einfach nur fucking Deutsch. Oder lege ich es gerade falsch? Das ist doch das berühmte Spiel um den großen Deal. Der Dima kann Deutsch. Überragende Leistung, würde ich sagen, an dieser Stelle. Wow. Ich finde, das ist wunderschön, oder? Monopoly, wunderschön gestaltet. Kann man eigentlich nicht viel falsch machen. Schreibt in die Kommentare, warum ihr ausgerechnet das gewinnen solltet. Wow, es ist schon echt schön irgendwie. Weiß gar nicht, ob ich es verlosen will, ehrlich gesagt. Das Spiel kennt man ja ganz normal. Monopoly, hier sind die ganzen Felder, aber stehe ich hier alles drauf. Paradise Palms, Dusty Diver, Tomato Town. Das, was man schon kennt. Falls ihr das alte Tilted Towers vermisst, man weiß ja nicht, ob das nochmal zurückkommt. Ich schätze mal nicht. Hier ist es noch da, okay? Hier sind die ganzen Figuren. Ach du Scheiße, das ist ja cool. Kannst du so eine Karte hier rausdingsen? Gutes Deutsch auf jeden Fall, das rausdingsen. Und dann einfach da reintun, Alter. Wow, das ist die heftigste Erfindung aller Zeiten. Nö. Wie bringst du noch Kinder dazu, Monopoly zu spielen? Also ich hätte auf jeden Fall jetzt direkt Bock, dieses Spiel zu spielen. Einfach reinschreiben in die Kommentare, warum ihr das haben wollt. Das wunderschöne Ding, Alter. Mit den ganzen heftigen Aufklebern und so. Das kommt alles wieder rein. Also wenn ich das bewerten müsste, würde ich dem Produkt auf jeden Fall mindestens 8 von 10 Punkten geben. Das ist mega gut gemacht, diese. Für Leute, die besser lesen können, gibt es sogar ein Buch, eine Anleitung. Ein Buch, Digga, 4 Seiten ist wahrscheinlich ein Buch, oder? Das ist ja mein Heimlein. Haben wir alles verstanden, oder? Ich spiel. Toll, oder? Müsst aufpassen, ne? Das Ding ist ab 13 plus. Oh nein! Das ist nur ein Gewinner pro Sache, ja? Also ich hoffe, dass jeder verstanden. Nicht, dass jemand beleidigt ist dann. Könnt ihr in die Kommentare reinschreiben, ob ihr auch Fortnite zockt und wenn ja, seit welcher Season ihr das spielt und wie es euch gefällt, ob ihr das abfeiert oder ob ihr das hasst, ob euch Leute damit nerven, weil die die ganze Zeit nur Fortnite zocken. Was könnte das hier sein? Das ist etwas Weiches. Oh, shit!
Und zwar das nächste, Leute. An eurer Stelle würde ich sowas von ausrasten. Ein Fortnite-Federmäppchen, oder? Ah, ja. Ein Federmäppchen. Das Wort habe ich übrigens nie verstanden, als ich nach Deutschland kam. Was für ein Federmäppchen, Alter. Wieso brauche ich ein Mäppchen? Allein Mäppchen ist ein witziges Wort. Wo man Federn aufbewahrt. Kann ich nicht viel dazu sagen zu der Qualität. Ich bin jetzt kein Federmäppchen-Profi. Aber scheint für mich auf jeden Fall nice verarbeitet zu sein. Hallo. Ist hier jemand? Leider, was ich anmerken muss, an dieser Stelle muss ich kurz ein bisschen meckern. Wo sind denn die ganzen Fächer für, also dass man so die Stifte so... So Gummidinger, wo du einzelne Stifte... Ey, wisst doch, was ich meine, oder? Ansonsten drei Fächer für Essen, für Stifte. Wahrscheinlich. Wenn ich das bewerten müsste, würde ich auf jeden Fall gute 9 Sterne von 10 geben. Und an eurer Stelle würde ich auf jeden Fall direkt zugreifen. Das ist ein heftiges Ding. Alter, schreibt, warum ihr das haben wollt. Oder ich schreibe selber. Ich habe ein paar Fake-Accounts auf YouTube. Oh, es duftet schon so. Oh, es duftet nach Chemie und Plastik. Ah, eine Fortnite-Bettwäsche. Das ist heftig, oder? Ich glaube sogar, also bei dieser Sache bin ich mir nicht sicher, ob ich das verlosen will. Das wäre etwas, was ich gern selbst über meine Decke anziehen würde. Das hat 2 Seiten, Alter. Das ist einmal blau und einmal weiß. Stell dir vor, du hast ein paar Flecken drauf. Wir wollen nicht genau thematisieren, warum du auf deiner Decke Flecken hast. Aber angenommen, du hast Flecken drauf. Easy going, du drehst einfach um. Die Flecken sind weg. Rochelle Badelianiana. Ja, ne? Wo hast du das bestellt? Ich hab auch so ein Darknet wahrscheinlich. Keine Ahnung, was das für eine Sprache ist. Leute, könnt ihr das lesen? Welche Sprache ist das? Tschechisch? Polnisch? Ich kann das nicht ungeöffnet lassen, weil ich muss für euch den Qualitätscheck machen, ob das flauschig genug ist. Einmal so ein Flauschigkeitstest. Alter, das riecht so nach Chemie. Weißt du, das riecht wie diese Gummidinger, die man aufblasen kann. Ja, wie Schwimmreifen. Ja, das. Ja. Auf jeden Fall riecht es sehr gesund. Der Qualitätscheck ist bestanden. Er ist auf jeden Fall flauschig. Bevor ihr das benutzt, am besten einfach mal einmal waschen. Oder vielleicht 5-mal waschen. Keine Ahnung, wo das gewesen ist. Diese so machen in Russland. Einmal aufmachen, benutzen, wieder zumachen. Neu. Oh, hier sind mehrere Sachen. Huiuiui. Ich weiß gar nicht, womit ich anfangen soll. Hey, wow. Nicht alles. Komm. Das erste ist... Ich habe von denen eine Netflix-Dokumentation gesehen, die hier durchgestartet sind mit dem gleichen Spielzeug. Sie haben diese Wackelkopf-Idee gehabt und es gibt alles Mögliche mit diesem Wackelkopf. Ich weiß nicht, wie viel das gekostet hat. Auf jeden Fall viel zu viel. Ich fand das überteuert, aber ich dachte mir so, Fortnite, man gönnt sich sonst nichts. Das Heftige ist, das hat ein heftiges Feature. Das wieso? Hä? Das wackelt gerade. Sag mal, mach das nächste. Also, ich finde, es sieht schon cool aus, aber wieso wackelt das nicht mit dem Kopf? Ich bin voll davon ausgegangen, dass es mit dem Kopf wackelt. Ich fühle mich verarscht als Kunde. Jetzt, wo es nicht mit dem Kopf wackelt, will ich es auch gar nicht mehr haben, ehrlich gesagt. Leute, schreibt in die Kommentare, warum ihr das haben wollt. Als Präsentation, es kann auch stehen, hier. Hammer Ding, oder? Da hat sich auf jeden Fall diese 20 Euro haben sich gelohnt, oder wie viel das Ding gekostet hat. Tolle Sache, ich pack das mal wieder zurück. Also ich finde sogar die Verpackung ist cooler als das Ding an sich irgendwie. Eine letzte Sache mache ich noch auf und den Rest vielleicht in einem anderen Video, weil ich habe noch ein paar Sachen. Diese letzte Sache für dieses Video ist ein offizieller Fortnite-Kalender. Auf Englisch. Könnt ihr auch eure Englischkenntnisse direkt so ein bisschen auffrischen. Mein Englisch ist auf jeden Fall nicht besonders gut. Ich habe in Russland als Fremdsprache Deutsch gehabt. I come from Russia, aus Moskau is a pretty city. Sieht eigentlich ganz nice aus, nur die erste Seite, hier kann man so aufhängen. Nice, Alter! Und auf jedem Monat ist ein anderes Bild drauf. Wer hätte das gedacht? Oh, das ist auch nice. Das ist irgendwas zwischen 5 und 10. Das ist auf jeden Fall eine heftige Sache. Als Geschenk oder als Sache, die man für sich selbst im Zimmer aufhängt, falls es nicht zu peinlich ist, weil dazu zu stehen, dass man Fortnite-Fan ist. Ich weiß nicht, wie das heutzutage ist. Ich würde sagen, das meiste davon war tatsächlich Müll. Deswegen verlose ich das sicher auch an euch. 6 tolle Fortnite-Dinge. Oh mein Gott. Nicht vergessen, einen Daumen nach oben zu machen, ein Abonnent zu sein und auf die Glocke zu klicken, weil es kostenlos ist. Bis zum nächsten Mal. Bleibt schön, gesund und gut auch. Tschüss.